Projektplanung. Projektplanung, Überblick, Sicherheitsfreigabe, Orange. Wir haben verschiedene Anfragen von Leitern und Direktoren nach einem Überblick über die Projekte der Biotechnologieabteilung erhalten, da Unklarheiten darüber zu bestehen scheinen, welcher Codename zu welchem Programm gehört. Name Icarus. Ziel, die Untersuchung biotechnologischer Lösungen für langfristige Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Mikrogravitationsumgebungen, wie zum Beispiel reduzierte Knochendichte und Rückgang von Muskelmasse. Status abgebrochen, ersetzt durch Perseus-Projekt. Name Perseus. Ziel, die Umsetzung selbstentwickelter biotechnologischer Verfahren zur Produktion künstlicher, aber hocheffektiver Replikasoldaten, die günstig zu produzieren, leicht zu kontrollieren und schnell zu ersetzen sind. Status aktiv. Die haben wir ja in 4.1 kennengelernt, die Replikasoldaten vom Perseus-Projekt. Und darum ging es da auch. Und jetzt geht es um Codename Origin, also Project Origin, dessen Ziel ist die Entwicklung von Commandern, die in der Lage sind, Replikasoldaten telepathisch zu steuern, also wie Paxton Fettel. Es wurden nur 2 Prototypen erschaffen, von denen nur einer, Paxton Fettel, jemals aktiv trainiert wurde. Beide Prototypen sind Klone aus Genmaterial einer als geheim eingestuften weiblichen Testperson. Sie wurden vom Testobjekt fristgerecht ausgetragen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ihr telästhetisches Potenzial vererbt wird. Status suspendiert, Prüfung anhängig. Name Harbinger. Ach, da sind wir jetzt im Projekt, aber das Spiel heißt trotzdem Project Origin. Naja, gut. Also, wir sind gerade das Harbinger-Projekt. Ziel, eine stabilere und nachhaltigere Methode zur Entwicklung von telästhetischen Commandern im Vergleich zu den Klonprototypen, die viele Jahre brauchen, um sich zu entwickeln und extrem instabil sind. Dabei werden erfahrene, reife Kandidaten mit angeborenem telästhetischem Potenzial einer Gentherapie sowie telästhetischem Potenzial einer Gentherapie sowie telästhetischer Anpassung und Verstärkung unterzogen. Status aktiv wird plangemäß Project Origin ersetzen. Name Paragon. Potenzielle Harbinger-Kandidaten in jungem Alter zu identifizieren und sie durch Medikation, Erziehung, unterbewusste Manipulation und verschiedene minimalinvasive Techniken vorzubereiten. Status aktiv. Also könnte es sein, dass Alma vielleicht ein Projekt Paragon war. Bei der war das ja so. Name Pythagoras. Eine Klugheitspille zur Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten zu entwickeln. Das Programm setzt auf Gentherapie mithilfe eines Viralvektors in einer zuckerüberzogenen Tablette, um genetische Defekte zu korrigieren, die die mathematischen Fähigkeiten des Patienten beeinträchtigen. Status aktiv. Wer immer Informationen aus dieser Zusammenfassung an Personen mit einer Sicherheitsfreigabe unterhalb Level Orange weitergibt, hat mit schwersten Maßnahmen zu rechnen. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen abgelenkt von was immer das da war. Hallo? Ich dachte, das springt jetzt nochmal an die Scheibe und erschreckt uns. Aber zum Glück ist nichts dergleichen passiert, was aber nicht heißt, dass wir... Geh zu mir zurück. Was aber nicht heißt, dass wir nicht rausfinden werden, was das für Viecher waren. Denn so blutig, wie es hier aussieht, fürchte ich. Dass genau das passiert. Ach du Scheiße. Ich habe ja so ein bisschen Bedenken, Freunde. Da jetzt runter zu gehen. Und mir fehlt ehrlich gesagt mein liebgewonnener Quicksave. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Nichts. 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 Ich hoffe, ich schaffe es gerade, einen Teil meiner inneren Anspannung an euch weiterzugeben. Weil ich gerade so nervös bin.
dass ich mich gerade nicht mal traue, was zu sagen. Ach du Scheiße. Hat sich jetzt jemand erschreckt? Wolltest du mal testen? So. Apropos erschrecken. Ich will hier gar nicht weitergehen. Boah, die Musik ist auch weg und das ist so nervenaufreibend gerade. Diese fehlende Musik und diese Erwartung, dass er jederzeit irgendwas angreift. Und zwar irgendwas, was nicht unbedingt gute Laune hat, wie man sieht. Oh, who is he? War das jetzt Alma? Weil hier stehen wieder so Botschaften. Moment. Regression. Regression. Ich versuche mal ein bisschen vorzulesen hier, was da steht. Commander. Irgendwas mit Commander. Delta. Piss. Nee, Riss. Doch, Piss und Shit steht da. Da steht wirklich Piss und Shit. Ist ja unglaublich. Mother steht da noch. Mit lauter Fragezeichen. Und dann schon wieder Reborn. And Shit. Piss and Shit. Bla bla bla. Was heißt denn dieser Satz da mit Piss und Shit? Between. Irgendwas. Heaven and Hell? Nee, keine Ahnung. Between. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Keine Ahnung. Okay. Born. Zug? Ach, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Da steht noch irgendwas, Moment. Liberate. Tame? Nee, liberate. To tame? Feris? Exinferis. Liberate. To tame. Exinferis. Also, wer das Let's Play gerade schaut, ich kann leider kein Latein. Sollte jemand Latein können oder das mal kurz googeln können, bitte mal in die Comments schreiben, weil das würde bestimmt interessieren, was das heißt. Und da steht auch noch was. Das gleiche nochmal in grün und hier auch nochmal das gleiche in grün. Also auf jeden Fall hatte die... He sees, he sees, he sees. Er sieht, er sieht, er sieht. Deswegen bringt die Alma uns wahrscheinlich auch nicht um, weil wir sehen. Und ich weiß aber nicht, ob das hier Alma war oder einer von diesen... heiteren Springteufeln, die wir vorhin gesehen haben. So, und jetzt mal todesmutig voran. Ich streiche das todesmutig. Ganz kurze Zwischenfrage. Wie können die Heinis... Ja, komm noch ran. Wie können die Heinis überhaupt noch ans Ballern denken, wenn da so eine Viecher rumlaufen? Kein normal denkender Mensch. Würde doch da bleiben. Wenn hier so eine übermenschliche Bedrohung rumläuft. Und damit meine ich nicht mich. Hey. Damit meine ich dieses komische... Ich meine, die haben doch gerade ihren Kameraden gesehen, der da irgendwie in so einer Blutfontäne explodiert ist. Da bleibst du doch nicht einfach stehen und sagst, naja, dann guck ich mal, warte ich mal ab, ob das vielleicht auch noch mich holt oder nicht. Also ich persönlich würde dann weglaufen und wie bei Hänsel und Gretel eine Spur aus Brotkrumen hinterlassen. Aber ich streiche das Wort Brotkrumen und setze dafür Hasenköttel ein. Hier, das haben sie gerade beobachtet, wie ihr Kumpel da durchgezogen wurde und einfach mal Platsch gemacht hat. Penner. Versteck dich doch hinter deinem kleinen Krankenbettchen da.
Oh, was macht er denn hier? Gerade ein paar Yoga-Übungen, wa? Ja. Keine Ursache, ich helfe gerne, wenn ich kann. Habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Das war doch gerade hier noch original hinterm Tresen. Wo ist es hin? Und was war's? Und warum hat's nicht aufgegessen? Und warum liegen hier drei kleine Papierkügelchen, die es hinterlassen hat? Eine Botschaft? Uiuiuiui. Eine Tür ist immer gefährlich. So, Fahrstuhlfahren wird allgemein als sehr sicher betrachtet in Spielen, wie man schon sieht. Oh ja, sehr sicher. Das ist übrigens der Herr Fahrstuhlpage. Der ist jetzt aufgestiegen im Beruf, wie man sieht. Beckett, ich habe eben Aristide in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich werde sie einholen. Seh zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draußen. Klaro. Tolle Idee. Und ich glaube immer noch, dass Aristide irgendwas, irgendwie Dreck am Stecken hat oder irgendwie mit drin steckt oder ich weiß nicht was. Naja, gut, mal abgesehen davon, dass... Huch. Abgesehen davon... Was ist das denn da hinten? Abgesehen davon, dass unser ganzes Team scheinbar irgendwie als Versuchsperson benutzt wurde... Die Musik ist wieder weg und da ist irgendwas durch die Scheibe gebrochen, was wahrscheinlich kein Meerschweinchen war. Und sollte es ein Meerschweinchen gewesen sein, dann möchte ich dieses Meerschweinchen nicht sehen. Alter! Alter, Alter, Alter! Wo, wo, wo? Hallo? Ach. War's das jetzt oder was oder wie?